Hallo und herzlich willkommen zu Instaschwamm. Ich bin Lauren und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite ist heute der liebe Raphael. Du darfst ihn mal ganz kurz vorstellen. Ja, hallo, ich bin der Raphael, ich wohne im schönen Allgäu, ich bin 13 Jahre und gehe mit dem Lauren in der Klasse. Ja, das ist doch sehr Genau. schön als Anfang heute mal. Und ja, wir haben heute für euch mal eine bunte Mischung an Themen für euch. Und zwar geht es am Anfang ein bisschen um Alltag, dann ein bisschen um Gaming und dann am Ende so ein bisschen um die aufregende Welt der Feuerwehr. Genau, ich würde sagen, wir fangen auch schon direkt an, mal ein bisschen zu labern. Wir kehren mal zunächst zum Alltag zurück. Und wir kennen natürlich alle die kleinen Herausforderungen. Und ich finde, Raphael, hast du nicht manchmal auch das Gefühl, der Tag hat einfach zu wenige Stunden? Ja, voll. Also, wie viel man sich immer auf die Liste setzt, so. Ja, ich muss nur Hausaufgaben machen, dann habe ich nur Präsentation da und, ah ja, zum Freund wollte ich ja auch noch, dem Ja, schulde ich ja auch noch was. stimmt. Und dann ist auf einmal schon wieder 12. Ja. Und dann ist gefühlt schon wieder der ganze Tag rum. Da macht man nachmittags noch was mit einem Freund. Und dann hat's Genau. das auch schon wieder. Und dann hat man Ja. so einen Podcast nebenher. Genau. Und dann noch ein YouTube-Kanal. By the way, geht auch mal schön auf Laser YouTube. King. Laser King, abonniert mich mal alle. Ich habe den Link zum YouTube-Kanal in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr auch mal schön vorbeischauen. Da mache ich schöne Simulations- und Gaming-Videos. Sehr Ja. geil, da kann man Ja. Und, so nebenbei. mal nebenbei als Schleichwerbung. Ja. So ein bisschen. Reden wir mal drüber. Jeder kennt doch so die typischen Tipps von der Oma, die typischen Anekdoten von der Oma, die dann auch gerne mal genannt werden. Was waren so deine weisesten Worte oder deine schlauesten Worte, die dir deine Oma oder dein Opa oder so mal gegeben hat? Boah, schwer. Keine Ahnung. Lass mich mal überlegen. Hast du was? Ich überlege auch gerade noch, aber ich denke so typische Sachen wie, ja, so Zitate oder so Sprüche einfach, also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und so Sachen ist halt so typisch für Oma. Ja. Ja, ich finde auch Thema Oma, da müssen wir direkt mal übers Essen reden. Also da gehen wir zu Boah. Oma und da gibt's immer das beste Meine Omi Essen. war. Ja, Omi war gestern da und hat auf uns aufgepasst, gell? Ja. Weißt du, was es gab? Was? Pfannkuchen. Oh, ja, das gab's bei mir gestern Abend. Ja, aber Bei auch. Omi gibt es einfach auf den. Sorry, red du. Ja, alles gut. Ja, und einfach auch das Essen, das ist einfach lecker, das ist einfach was anderes. Also zu Hause schmeckt es natürlich auch gut, aber bei Omi, das ist noch immer was ganz anderes. Ja, und der Kuchen. Oh, der Kuchen, ja, Kuchen ist schon was, können sie auch alle ganz gut, alle. Egal ob Omi, Opi, Mama, Papa. Ja. Ich habe auch zum Geburtstag eine Torte bekommen, eine YouTube-Torte. Da stand da mein Kanal drauf und so ein Like-Button hat meine Mama noch mit drauf gemacht. Also so richtig geil. So Fondant, kennst du Mega Fondant? cool. So Fondant, so Zuckerüberzug. Ja. Und richtig geil gemacht und hat auch gut ausgeschaut. Ja, und dann Nicht erzählen. haben wir, Die sah genau, hast du ein richtig Bild schön. gesehen. Und beim Papa gab es dann noch eine Feuerwehrtorte mit einem Feuermelder. Wow, wie ihr Und, Feuermelder, also Rauchmelder oben oder wie? ja, nee, so Brandmelder, also sowas, was in der Wand ist. Ah, Brandmelder, geil. Ja. Schön zum Einschlagen. Ja, genau. Hoppala, jetzt ist die Torte kaputt. Ja. Ja, aber die Mein war auch lieber Mensch. richtig gut. Und dann gab es daneben nur so eine Rübli-Torte. Rübli, auch was ganz Feines. Das stimmt. Was ist so deine Lieblingstorte? Hast du eine? Ich esse das so selten, aber wenn ich es esse, dann schmeckt es gut. Ja. Aber mir fällt jetzt gerade keine Sorte ein, nee. Und sonst so, also Kuchen, was ich ganz gern mag, sind so Sachen wie eben Rübli oder Erdbeerkuchen oder was auch geil ist, ist Käsekuchen. Ja, Da voll. gibt's schon ganz nette Sachen. Marmorkuchen muss Oder jetzt einfach nicht die immer guten. sein. Ja, Oder was? einfach die guten alten Muffins. Ja, Muffins auch was ganz Feines. Geht auch Jetzt haben wir hier immer. so einen Essenstalk, das ist ja ganz fies. Die Zuschauer, die Zuhörer wahrscheinlich schon alle hier. Läuft alles das Essen im Mund zusammen? Oh mein Gott, das Essen im Mund. Ach, das Wasser im Mund. Ach, Ja, das fair. Essen im Mund. Ja. Hoffentlich nicht. Ja, das Essen im Mund. Ja,
Gut, ich schätze mal, wir machen pro Segment jetzt 5 Minuten. Wir haben das erste Segment geschafft. Kommen wir Cool. auch schon zum nächsten Thema. Und zwar zum Thema Gaming. Einer der größten Oh, Bereiche, ja. einer der größten Themen auf meinem YouTube-Kanal, in meinem Sehr Podcast geil. und in meinem Alltag. Ist Gaming, glaube ich, einer der größten oder das größte Thema eigentlich. Ich finde, Ja. die faszinierende Welt von Gaming ist einfach so riesig. Da ist immer für jeden was dabei. Egal ob jetzt Simulationen, Ego-Shooter-Games, keine Ahnung, Oder einfach Wochenende. Fahrzeugsimulationen, Bausimulationen, irgendwie so. Oder einfach irgendwie, keine Ahnung, ein Handyspiel, was Minecraft. ganz cool ist. Minecraft, genau. Ich glaube, da ist immer für Ja. jeden was dabei. Ja. Vor allem, man braucht ja auch echt nicht viel. Du brauchst einfach, ein Laptop reicht ja eigentlich, ein Ja. CD-Laufwerk oder einfach eine E-Mail für Steam und dann hast du alles. Ja. Und ich denke Von mir dem so, also her. es gibt ja auch wirklich viele Spiele, die man für wenig Geld bekommen kann, wo man dann Ja. echt auch zufrieden sein kann mit dem, was man hat. Und es gibt ja auch regelmäßig so Sales und alles, da gibt es ja dann nochmal was Ja. günstiger. Und ich finde, da ist für jeden was dabei. Welches Spiel spielst du gerade am liebsten? Also am liebsten spiele ich aktuell, ich spiele am meisten Simulationen und am liebsten spiele ich so Sachen wie Farming Simulator oder Euro Truck Simulator. Was ich aber aktuell viel spiele, ist Bus Simulator 21. Das gefällt mir gerade wieder recht gut. Aber auf dem zweiten Platz natürlich sofort LS. Das habe ich jetzt auch jeden Tag gespielt und mit einem Freund auch. By the way, ich glaube, da können wir mal direkt unser Projekt ankündigen. Soll was sagen? Ja, soll man sagen, oder? Ich kann sagen was. Also, wir haben ein Projekt geplant auf YouTube und zwar ein RP-Projekt. Wer ein paar Modder die letzten Tage verfolgt hat, hat wahrscheinlich gemerkt, dass eine Mittelberg-Map rauskommt. Die ist recht neu, da gibt's RP und aktuell spielen wir noch auf der Orbelaron-Map. Da wird heute um 13 Uhr das erste Video vom Projekt kommen. Und ich hoffe, ihr guckt da alle vorbei. Ich Den bin da Link zum jetzt Kanal übrigens auch dabei. habt ihr im der Videobeschreibung, in der Kanalbeschreibung. Genau. So, dann darf der Raphael noch was zum Projekt sagen. Ja, ich bin auch dabei. Wir haben noch zwei andere coole Gäste mit dabei, gell? Ja. Was soll ich noch sagen? Soll ich sagen, was wir heute machen? Ja, kannst du. Also ein bisschen was darf ich sagen, aber nicht hier Trick, nicht hier spoilern. Nö, ich spoilere nur, dass wir heute Schnee räumen. Genau. Wir gucken uns heute mal so ein bisschen Schnee an. Wahrscheinlich, wenn es nicht funktioniert, dann mähen wir, weil gestern hat es irgendwie nicht funktioniert mit Schneeräumen, weil da der Schnee nicht gescheit flacken blieben ist. Und jetzt heute habe ich mit meinem Freund entschieden, der ist da auch dabei, dass wir vielleicht ein Feld mähen und da das ein bisschen verkaufen. Und wer weiß, was zwischendurch passiert. Genau. Gucken wir einfach mal, ob wir einen reibungslosen Ablauf haben oder ob wir dann doch von was unterbrochen werden. Aber ich spoilere mal nicht zu viel. Ja. Ja, sonst weitere beliebte Spiele bei mir sind jetzt zum Beispiel Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Längster Spielname, den ich glaube, ich gehört habe. Da ist quasi eigentlich das leichteste zu verstehende Spiel. Oder quasi, wenn man den Alltag von der Feuerwehr ein bisschen mitbekommen will, ohne dass man selber geht, kann man das in dem Spiel, glaube ich, virtuell sehr gut nachempfinden, sehr gut nachspielen, sage ich mal. Und da ist man echt mit dem Spiel echt sehr gut vorbereitet. Da gibt es ja auch einen Teil jetzt auf Steam, wurde jetzt ein kostenloser Teil veröffentlicht zur Freiwilligen Feuerwehr. Da kann man dann Cool. so ein bisschen die eigenen Sachen ausprobieren. So ein Stimmt, bisschen schön. Ich spiele gern cool. Fernbus-Simulator. Ja, Oder einfach Fernbus-Simulator, City auch gut. Skylines. City Skylines, ja. City Skylines ist einfach auch legendär. Ja, City Skylines zum Beispiel habe ich jetzt noch nie selber gespielt und noch nie selber ausprobiert. Ich habe das Das mir sollte man einmal machen. als YouTube-Video angeschaut. Erzähl mal, um was da so ein bisschen geht. Ja, da hast du halt eine kleine Fläche am Anfang. Mit einem Fluss, einer Autobahn und da musst du dir deine Stadt aufbauen, also mit Rohrleitungen, Strom, Häuser, Gewerbegebiete, was hast du noch? Feuerwehr, Polizei, Krankenhäuser,
alles Mögliche herrscht da. Und dann heißt es halt manchmal, im Gewerbe, wir brauchen mehr Mitarbeiter und dann muss halt irgendwo wieder Wohngebiete hinpflastern. Und wenn du merkst, oh, ich habe keinen Platz mehr, musst du halt einen neuen Platz kaufen. Und du musst halt schlau wirtschaften, dass du das Geld hast für den neuen Platz. Ja, Das das ist hört sich doch echt mal mega. spannend an. Ist doch sehr cool. Ich habe das, glaube ich, irgendwo mal gespielt, aber nur ganz kurz. Also ich weiß nicht, wo ich da mal war. Aber gut. Ja. Ja. Genau. Ja, sonst, was gibt's nur so für geile Spiele? Ich habe sonst nur in der Steam-Bibliothek so einfache Spiele, die halt auch jeder schon mal gespielt hat, jeder YouTuber. So Sachen wie Cooking Simulator, Pizza Stumble. Simulator. Stumble Guys, so Sachen wie Trains in World, also Zugsimulatoren, Ja. so Sachen wie Bäckereisimulator, eine Art Paluten, glaube ich, auch schon mal gespielt. Ja, oder Paluten ist auch, also wirklich, was der alles erreicht, der hat jetzt einfach 5 Millionen Abonnenten und macht da einfach Ja, sein und eine Ding. Familie. Ja, also das ist schon krass, der hat so ein Kind und halt eine Frau. Und ist da so, also wirklich krass, dass der nebenher YouTube machen kann. Einfach mal Und so kümmert sich noch entspannt. ein Haus hin. Ja, also da muss es an Geld wohl gut Echt laufen. einfach krass. Und der macht einfach seit über 10 Jahren sein Ding auf YouTube und macht da sämtliche Aussimulationen und ist einfach sein eigenes Ding. Hat noch nie so wirklich die anderen Leute langweilig nachgemacht, sondern hat einfach sein eigenes Ding gedreht. Und hat dadurch 5 Millionen Abonnenten generiert. Über 5 Millionen. Das ist krass. Ja, das stimmt. Genau. Gut, Aber ich machen wir würde weiter. sagen, kommen wir zum nächsten und auch letzten Segment von der heutigen Podcast-Folge. Boah, was ein Und Übergang. zwar, ja genau, und zwar die Feuerwehr. Einer Cool. der wichtigen Themen in meiner Freizeit, einer der wichtigen Themen in meinem Hobby. Ja, wir kennen sie nicht nur oder wir denken nicht nur an die Fahrzeuge, sondern auch die Gemeinschaft, das Teamwork und die Herausforderung, denen jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau gegenübersteht. Ja, da geht's Ja. vom, ich finde also auch krass, ich bin ja selber bei der Feuerwehr als Hobby. Und ich finde auch krass, wenn man sich das mal so anschaut, so Einsatz, das Einsatzspektrum ist da schon recht groß. Wenn man sich das mal anschaut, es geht ja von der Tierrettung über Sturmschäden bis hin zu dem Großbrand in irgendeiner Firma. Also das ist ja wirklich krass, was da schon geboten ist. Also da wird es bestimmt nicht langweilig. Ja. Und ich habe Und selbst mir... wenn es dir irgendwie langweilig wird, gell? Man kann sich ja immer weiterbilden. Also du kannst ja Höhenretter machen oder Taucher. Das Genau, ist ja. das ist ja schon, also da Oder gibt es ja Flugzeuge nicht, löschen irgendwo. ja, das ist ja auch nicht, das ist ja Flughafenfeuerwehr, das geht ja überall hin, also das geht ja, das endet ja nicht beim Brand, sondern das geht ja weiter mit Taucher, mit so Sachen, mit Ausbildung, mit Ausbilder, mit Lehrgänge, mit Atemschutzgeräteträger und so Sachen, also das, da wird es bestimmt nicht langweilig. Ich habe auch zum Beispiel jetzt Nee. selber mal nachgefragt. Das ist ja so, dass du quasi mit 16 in den aktiven Dienst übertrittst und dann quasi beim Einsatz mitfährst und dann halt so deine eigene Einsatzkleidung bekommst und somit auf den Einsatz fährst. Also das ist bestimmt schon ein cooles Gefühl. Hast du schon Ja, mal überlegt, glaube zur ich auch. Feuerwehr zu gehen? Ja, habe ich. Das Ding ist nur, wären wir wieder beim ersten Punkt. Zeit. Ja. Genau, wenn wir wieder beim ersten Segment Alltag und Zeitplanung. Ah, ja. Aber man muss es natürlich mit anderen Hobbys irgendwie unterbringen. Wenn man jetzt weniger andere Hobbys hat, dann bringt man das natürlich noch gut mit unter. Und ich denke, da wird es auch dann nicht zu viel, wenn man dann wenig hat. Wenn man jetzt natürlich, keine Ahnung, 4 Hobbys hat. Dann noch Schule und Lernen und dann noch Feuerwehr, wird es natürlich ein bisschen voll. Ja. Ja, sonst so bei der Feuerwehr finde ich einfach das Training. Interessante, das Teamwork und das Zusammenarbeiten, weil ich denke mir so, ohne dass da jemand zusammenarbeitet, das läuft dann einfach nichts.
Also da läuft nichts, da kann man nicht zusammenarbeiten, wenn da kein Teamwork besteht. Und einfach dieses Teamwork ist wichtig, dass man miteinander auskommt, miteinander interagiert und da zusammenarbeitet. Und Ja, wie und das gesagt, wäre. das halt eben auf freiwilliger Basis. Man kriegt kein Geld dafür und macht das freiwillig, hilft da den Menschen. Also das ist schon, ja. Und wenn man sein eigenes Geld natürlich verdient, kann man so Nebensachen machen, wie so ich zum Beispiel mache jetzt Zeitung austragen nebenher. Ist schon auch was ganz Interessantes, was ganz Cooles. Und dann kriege ich pro Austragen meine 17 Euro Novas und mache da im Monat dann 71 Euro. Ist dann schon ganz nett. Also da kannst du dann schon einen guten Umsatz machen oder dein gutes eigenes Ja. Geld, weil wenn du dann natürlich, dann finanzierst du deine eigenen Sachen und baust dir und holst dir deine eigenen Sachen wieder und kaufst dir das und das und dann ist halt nicht irgendwann, dass es dann heißt, ja, jetzt zahlen die Eltern das alles, sondern irgendwann zahlst du halt deine Sachen selber. Genau. Genau. Ja, dann sind wir mit den Segmenten durch. Und mit dem Wort in diesem Sinne war es das heute bei InstaSchwamm. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vergesst nicht, uns auf Social Media, also auf YouTube, zu abonnieren und eure Gedanken zu teilen unten in der beigestellten Umfrage in der Podcast-Beschreibung. Erzählt uns, wie ihr unseren Podcast fandet. Lasst uns eine Bewertung da. Und dann war es das mit unserer ersten heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt InstaSchwamm. Tschüss! Genau. Ich kann mich da auch bloß nur anschließen. War sehr cool, die Aufnahme, wirklich. Hat so viel Spaß gemacht. Finde ich auch. Genau. LaserKing folgen auf YouTube. LaserKing auf WhatsApp. Was haben wir noch? WhatsApp-Kanal kommen. Genau. Ja, auf Twitch. Snapchat, glaube ich auch. Ja, Snapchat, Twitch, also genau. öffentliches Profil. Ja, jetzt haben wir alles. Genau. Dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Habt noch einen traumhaften, schönen, sonnigen Wintertag. Und bis dann, Freunde. Ciao. Ciao.